Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Gaming News bei ROA. Ich bin Virus. Bei mir werdet ihr jeden Mittwoch über den aktuellsten Stand der Gaming-Welt informiert. Im Anschluss der Gaming News übernimmt mein Partner Stylo und berichtet für euch über den aktuellen Stand der Call of Duty E-Sports-Szene. Jetzt geht's los, ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist meine schlechte Nachricht für alle Fans der Tony Hawk-Serie. Vor ein paar Tagen bestätigte namensgebende Skating-Legende Tony Hawk, dass man an einem neuen Ableger der Tony Hawk-Serie arbeitet. Wer sich darauf gefreut haben sollte, dass die Reihe endlich wieder Kurs auf die Konsole nimmt oder ihren Einstand auf die PlayStation 4 feiert, kann diese Hoffnung erstmal einmal begraben. Wie Tony Hawk auf Anfrage bestätigt, entschloss man sich intern nämlich dazu, sich beim neuen Ableger voll und ganz auf die Smartphones und Tablets zu konzentrieren. Umsetzungen für die Konsolen sind nicht geplant. Laut Hawk wurde diese Entscheidung getroffen, weil die User immer mehr Zeit mit ihren Smartphones und Tablets verbringen. Die erste Preissenkung der Xbox One ist in den UK gelandet. Dort kostet die zurzeit mit Titanfall 399 Pfund, das im Umgerechnet etwa 480 Euro. Hierzulande bekommt ihr die Xbox One mit Titanfall für etwa 500 Euro. Die Preissenkung wird vielerorts als Zugeständnis von Microsoft gewertet, da sich die Next-Gen-Konsole unter den Erwartungen verkauft hat. UK-Marketing-Chef Harvey Eagle lehnt diese Auffassung allerdings entschieden ab und gab zu Protokoll: Momente wie Titanfall sind sehr selten in der Lebensspanne einer Konsole. Ich denke da etwa an Halo für die originale Xbox zurück oder an Call of Duty 2 für die Xbox 360. Das alles sind sehr spezielle Spiele, für die sich Leute eine Konsole kaufen, um die spielen zu können. Und ich denke auch, dass Titanfall eins dieser Spiele ist. Laut Harvey Eagle sei der neue Preis erst der Anfang. In einem ausführlichen Interview ließ sich Hideo Kojima über seinen weiteren beruflichen Werdegang aus. Dabei gab er mehr zu verstehen, dass er auf kurz und lang gerne Abstand von der Metal Gear Solid Reihe nehmen und sich stattdessen an ganz neue Projekte versuchen möchte. Er gab zu Protokoll: Ich arbeite seit 25 Jahren mit der Metal Gear Solid Franchise. Die Welt hat es mir erlaubt, eine Menge von dem zu erzählen, was ich zu sagen habe. Es hat eine sehr spezifische Sicht auf die Welt und eine Reihe von sehr spezifischen Spielelementen. Ich werde das möglicherweise sagen, bis ich sterbe, aber da gibt es noch weitere Sachen, die ich erzählen möchte, mehr Dinge, die ich kommunizieren möchte und mehr Dinge, mit denen ich experimentieren möchte. Derzeit arbeitet Hideo Kojima unter anderem an den beiden neuen Metal Gear Solid 5 Ablegern Ground Zero, was diesen Monat rauskommt, sowie Phantom Pain. Nachdem für den nächsten Assassin's Creed Ableger gerade erst das viktorianische London als neues Setting ins Gespräch gebracht wurde, bietet der Twitter-Account von einem Assassin's Creed Mitarbeiter neue Hinweise auf ein Setting in Russland. In einem Tweet standen einige zunächst kryptische Daten, was heute einem Neo-Garf-Nutzer einen nördlichen Breitengrad entsprechen soll. In einem anderen Tweet wurde gepostet, was einen östlichen Breitengrad stehen soll. Kombiniert man beide Daten, offenbart sich ein Gebiet in Russland nahe Moskau. Dass Ubisoft ein russisches Setting für interessant hält, wurde bereits mit einem russischen Assassin, Nikolai Andreevich Orlov, bewiesen, der ein Hauptfigur in Comic Assassin's Creed der Untergang darstellte. Es sind erneut ein paar angebliche Details zu Call of Duty Modern Warfare 4 an die Öffentlichkeit gelangt. Quelle für die neuen Modern Warfare Details ist aber immerhin nicht irgendwer. Rifto ist derselbe YouTuber, der im vergangenen Jahr massenhaft richtige Einzelheiten zu Call of Duty Ghost noch vor dem offiziellen Bekanntgabe im Netz veröffentlichte. Genau genommen behauptet Rifto in diesem Fall übrigens nicht einmal, dass es sich zwingend um News zu Modern Warfare 4 handeln muss. Er spricht lediglich von einem kommenden Call of Duty Teil, der sehr wahrscheinlich bei Sledgehammer Games in Entwicklung ist. Nun aber zu den Neuigkeiten. Modern Warfare 4 soll in naher Zukunft möglicherweise in 2020er oder 30er Jahren spielen. Die Protagonisten wurden dementsprechend über futuristische Waffen und eine Art von Handgelenk befestigte PDA verfügen. Eine Levelumgebung beschreibt Rifto als riesiges Kraftwerk mit Turbinen. Trotz doch noch sehr frühen Entwicklungsstadiums beschreibt er die Optik von Modern Warfare 4 bereits als gut und an anderen Stellen immerhin als ordentlich. Jetzt geht's weiter mit dem eSports Report mit Stylo. Hallo, ich bin Stylo und heiße euch herzlich willkommen beim ersten Call of Duty eSports Report auf ROA TV. Beginnen wir mit dem zweiten Spieltag der zweiten Gruppenphase des Future of Gaming Cups. Gruppe A. Sowohl das Match Team Under Retics vs. Six Rocks eSports und auch Proud Eagles vs. Crypt Clan wurden aufgrund von technischen Problemen des Sony Entertainment Networks verschoben.
Ebenfalls gilt dies für das erste Match in Gruppe B, Rise of the Avengers vs. Cody Rage. Follows. Das zweite Match wurde bereits gestern Abend nachgeholt. Hierbei hat sich die beste deutsche Killertruppe mit 2:1 gegen Team Arroganz durchgesetzt. Am Samstagabend war sowohl UXTV als auch KODTV beim Top-Match in Gruppe C dabei. In einem sehr intensiven Match konnte EMZ in der Verlängerung der ersten Map Prison Break mit 1:0 in Führung gehen in der Best-of-3-Series. Generation X aber hätte keine bessere Antwort auf den Rückstand finden können. Mit ihrem Bilderbruch-Angriff auf Warhawk spielten sich EMZ regelrecht an die Wand und glichen somit erstmal aus, ehe Generation X dann auf der finalen Map Overlord den Einzug ins Viertelfinale sichern konnte. Und ebenfalls verschoben wurden die letzten beiden Partien in Gruppe D, Black Tequilas vs. Austrian Elite Players, sowie V-Lanes United vs. Austrian Terror Squad. Die verlegten Matches werden bis zum 6. März 20 Uhr nachgeholt. Schauen wir uns dazu einmal die bevorstehenden Paarungen des dritten Spieltages an. In Gruppe A wird es der Verlierer des ersten Matches mit dem Gewinner des zweiten Matches zu tun haben. In Gruppe B wird BDKT mit dem Verlierer des dritten Matches um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Die finale Paarung in Gruppe C steht bereits fest, Team Emaze vs. Team Invictus. Und in Gruppe D wird der Verlierer aus Match Nummer 6 gegen den Gewinner aus Nummer 7 spielen. Dies war es erstmal vom nationalen PlayStation-Bereich. Kommen wir nun zu einem europäischen Event, das am Wochenende auf der Xbox ausgetragen wurde. Denn es fand die Call of Duty Europameisterschaft in London statt. Gastgeber war Gfinity. Werfen wir einen Blick auf die regionalen Qualifikationsmatches für die Call of Duty Championship in LA. Im nordischen Qualifikationsmatch hat Rainmix mit 3:2 gegen Orbit Schweden gewonnen und sich somit für LA qualifiziert. Und im italienischen Duell hat Anarchy den Kürzeren gezogen gegen Sublime mit 0:3. Die Lightning Pandas aus der Schweiz haben sich gegen Analyst LA mit 3:0 für die Rest of Europa Qualifikation durchgesetzt. In der Benelux Qualifikation haben sich die Real Allstars ebenfalls mit 3:0 gegen DB Gaming durchgesetzt. Im spanischen Duell haben die Wizards den Längeren gezogen mit 3:2 gegen Ozone Giant. Im ersten deutschen Qualifikationsmatch hat Team NetScan knapp mit 2:3 gegen Killerfish verloren. Im ersten UK-Match hat Team Orbit mit 3:0 gegen Team YouTube gewonnen. Im ersten französischen Duell konnte sich Vitality Returns ebenfalls mit 3:0 gegen Millennium durchsetzen. Im zweiten UK-Qualifikationsmatch hat TCM Gaming klar mit 3:0 gegen Leverage gewonnen. Aber Gaming musste sich im dritten UK-Qualifikationsmatch mit 0:3 geschlagen geben gegen TEC. Zweite französische Team, das zur Call of Duty Championship fährt, ist Vitality Returns, denn sie haben 3:0 gegen Infamous Fury gewonnen. Und im letzten UK-Match konnte sich Epsilon Esports mit 3:0 gegen DB Gaming durchsetzen. Nun schauen wir uns in der Gesamtübersicht alle qualifizierten Teams für LA an. Für Schweden ist es Team Rain, für Italien Team Sublime. Aus der Schweiz kommen die Lightning Pandas, aus Holland die Real Allstars. Das spanische Team ist Team Wizards. Ein deutsches Team ist Killerfish. Ein Team aus UK, Team Orbit. Für die Franzosen wird Vitality Returns nach LA fliegen. Ein zweites UK-Team ist TCM Gaming. Und das zweite deutsche Team SK Gaming. Das dritte UK-Team ist TEC. Und das zweite französische Team ist das zweite Team von Vitality, Vitality Rises. Und zuletzt das vierte Team aus UK, Team Epsilon. Und zum Schluss kommen wir zum Call of Duty Europameister. Der diesjährige Europameister kommt aus England und ist TCM Gaming, die sich im Finale ebenfalls gegen ein englisches Team Epsilon Esports mit 3:1 durchsetzten. Die deutschen Teams dabei sind schon nach dem Viertelfinale komplett nach Hause gefahren. SK Gaming unterlag im Viertelfinale TEC und Killerfish unterlag schon im Achtelfinale gegen Allstars mit 1:3. Das war's mit den ersten Gaming News auf Rohr TV. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!